Grüßt euch und willkommen zu einem neuen Video vom Polytoxopan. Diesmal soll es um Muskatnuss gehen. Die Muskatnuss ist der getrocknete und von der Samenschale befreite Kern der Frucht des Muskatbaums. Sie enthält ätherisches und fettes Öl und wird hauptsächlich als Gewürz verwendet. Aufgrund der möglichen unerwünschten Wirkungen ist vom Konsum größerer Mengen abzuraten. Die Inhaltsstoffe sind Muskatöl, ein ätherisches Öl, was durch Wasserdampfdestillation aus den getrockneten und zerkleinerten Samenkernen gewonnen wird, bla bla bla. Es ist eine farblos bis schwach gelbe Flüssigkeit mit würzigem Geruch und enthält Monoterpene, Monoterpenalkohole und Phenylpropanoide wie Elemezin, Safrol und Myristicin. Myristicin ist ein farbloses Öl, das hauptsächlich für die psychotrope Wirkung der Muskatnuss verantwortlich gemacht wird. Neben dem ätherischen enthält Muskatnuss auch ein fettes Öl. Die orange-rote, butterartige, fette Masse wird durch Auspressen gewonnen und auch als Muskatbutter oder Fett bezeichnet. Schließlich enthalten die Samen Stärke, Zucker, Steroide und Pektine. Die Wirkungen sind verdauungsfördernd, kerminativ, krampflösend, antimikrobiell, expektorierend und in hohen Dosen psychotrop. Ja, Muskatnuss wurde in der traditionellen indonesischen Medizin bei zahlreichen Erkrankungen eingesetzt, etwa bei Verdauungsbeschwerden, Rheuma, Husten, Nervosität, Flatulenz, als Stimulanz, Aphrodisiakum und Tonikum. Soweit bisher bekannt, wurde sie aber nicht als Rauschmittel verwendet. Das ätherische Öl hat hautreizende und verdauungsfördernde Wirkungen und ist hierzulande in Erkältungsbalsam, Rheumasalben, Halspastillen, Kräuterbonbons, Massageölen und Tropfen zur Förderung der Verdauung enthalten. Die Anwendung der Arzneidroge ist wenig gebräuchlich. Ja, Muskatnuss als Rauschmittel wird auch eingenommen, um Effekte wie Halluzinationen auszulösen. Muskatnüsse und das entsprechende Pulver sind legal, einfach und kostengünstig in Lebensmittelgeschäften erhältlich. Bevorzugt wird das frisch gemahlene Pulver. Bei der Einnahme von Dosen von 5 bis 10 Gramm oder auch bis zu 30 Gramm treten Vergiftungserscheinungen auf. Über eine Vergiftung wurde bereits 1576 in England berichtet. Eine Frau hat 10 bis 12 Nüsse zu sich genommen. Dass die das wissen, ey. Ja, mit steigender Dosis erhöht sich auch das Risiko für schwer unerwünschte Wirkungen. Muskatnuss kann zwar zu einer Geistesabwesenheit, einer Art Trance und möglicherweise auch zu Halluzinationen führen. Es ist jedoch kein spezifisches Halluzinogen, wie Salvia zum Beispiel. Und die halluzinogenen Effekte treten wie beim Stechapfel als Folge der Vergiftung und nicht bei jeder Anwendung auf. Es wird deshalb von einem Pseudohalluzinogen gesprochen, was ich persönlich auch teilweise bestätigen kann. Es löst zwar hochdosiert ein Delirium aus, aber ich war mir in dem Zustand jederzeit bewusst, dass es durch die Muskatnuss kommt und bald wieder vorbei sein wird. Anders als bei anderen Deliranten, wo man im Laufe des Rausches vergessen kann, wer oder was man ist. Ja, zu den Effekten in hohen Dosis Muskatnuss gehören Geistesabwesenheit, Benommenheit, traumähnliche Zustände, Müdigkeit, Lethargie, Euphorie, Schwindel, Tremor, Ataxie, Krämpfe, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, schneller Pulsschlag, Angst, Rastlosigkeit, verengte oder erweiterte Pupillen, Empfindungsstörungen wie Kribbeln, Ameisenlaufen, fühlbares Herzklopfen, anticholinerge Effekte wie Harnverhaltung, Mundtrockenheit, Verstopfung, Sehstörungen, Flash, hoher Blutdruck, Hyperthermie, zentrale Störungen, Delirium, Wahnvorstellungen, Halluzinationen und Auslösen von Psychosen. Also bis auf kleine Unterschiede fast das gleiche wie Stechapfel oder Reisetabletten. Das waren einige Infos zu Muskatnuss und dessen Wirkung. Jetzt fange ich mit meiner Erfahrung an. Ich habe beim Discounter 3 Dosen mit je 3 Nüssen gekauft. Ihr wisst, was ich meine, die Gewürzbehälter, die wie Salz und Pfeffer aussehen, nur dass dort pro Packung je 3 ganze Muskatnüsse enthalten waren. Zu Hause habe ich eine feine Reibe genommen und erstmal 3 Nüsse zu dünnen Fasern gerieben. Die Dosierung, die ich vorhin genannt habe, soll bitte nicht ernst genommen werden. Es handelt sich nach wie vor um ein Produkt der Natur mit schwankenden Mengen der Inhaltsstoffe. Ich habe meine Erwartungen von Anfang an nicht zu hoch gesetzt und habe mit 2 ganzen zerriebenen Nüssen angefangen. Nach einer knappen Stunde der Einnahme wurde mir unwohl und übel. Ich habe alles leicht flimmern gesehen und bekam das Körpergefühl, dass irgendwas nicht stimmt, wie es bei Delirantien üblich ist. Delirante Wirkungen beruhen ja darauf, den Körper und das Gehirn zu verarschen. Ich habe aber die ganze Zeit über noch alles Reale wahrgenommen. Dann habe ich mir eine weitere Nuss zerrieben und habe sie gefuttert. Die anticholinergen Effekte blieben bei mir aus. Ich hatte weder Juckreiz noch Harnverhalt noch Mundtrockenheit. Ich dachte mir, okay, die Nüsse haben es nicht in sich.
Dann habe ich mir eine weitere zerrieben und habe sie zu mir genommen. Eine Stunde später ging es dann los, dass mir aus dem Nichts richtig schlecht wurde. Dann bin ich kotzen gegangen. Die Muskatnuss wurde aber schon teilweise aufgenommen. Ich habe mich immer dichter und dichter gefühlt und habe zusätzlich zwei Reisetabletten genommen, dass ich mich nicht mehr übergeben muss. An der Stelle Warnung, es ist gefährlich, Delirantien mit Reisetabletten zu mischen, weil man kotzt nicht ohne Grund davon. Es sind Prozesse, die der Körper in die Wege leitet, um sich vom Gift zu befreien. Wenn man das mit Reisetabletten unterdrückt, dann hat man mehr Nebenwirkungen und im Fall einer Vergiftung werden die körperlichen Symptome immer schlimmer, weil der Kreislauf und andere Vorgänge im Körper nicht wissen, was sie tun sollen, wenn man nicht kotzen kann. Und beide Substanzen wirken delirant, das ist auch nicht optimal. Ab einer gewissen Dosis sagt das zentrale Nervensystem einfach nein und schaltet sich ab. In schlimmen Fällen, dann hat man es geschafft, sich mit einem Gewürz zu töten. Die letale Dosis von Muskatnuss ist mir auch nicht klar. Bei einigen Quellen treten bei 3 Gramm erste Effekte ein. Andere Quellen beschreiben die Einnahme von 10 Gramm und mehr. Bei Delirantien sollte man keiner dieser Quellen trauen und sich am kleinstmöglichen Dosisbereich aufhalten. Ich hatte 3 Nüsse intus und habe sie zum Teil wieder aus meinem Körper rausgeholt und ins Klo befördert. Nachdem die Reisetabletten gewirkt haben, zerkleinerte ich eine weitere Nuss und habe sie konsumiert. Nach weniger als 30 Minuten wurde es dann heftiger, dass ich immer weniger verstanden habe, was eigentlich gerade passiert. Ich habe mich mal wieder leicht dement gefühlt, habe verschwommen gesehen, habe gezittert. Mir war aber nicht mehr übel. Ich hatte somit einige Symptome eines Delirs, aber ich habe nicht halluziniert. Ich wurde mit der Zeit auch etwas horny, aber ich habe es gelassen. Die aphrodisierende Wirkung war somit auch zu spüren. Aber das hielt alles maximal 1 bis 2 Stunden an. Bis auf das Delirium und seine Nachwirkungen, die haben etwa ein Drittel vom ganzen Tag eingenommen. Aber bis auf die Tatsache, dass ich geil wurde und verschwommen gesehen habe und im Kopf das Gefühl eines Deliriums herrschte, war da nicht mehr viel zu machen. Ich denke auch nicht, dass es durch eine höhere Dosis irgendwas verändert hätte. Aber ich glaube, das hätte nur noch die Nebenwirkungen verstärkt. Ich habe es dann bei 3 Nüssen belassen. Wundert mich selbst, dass ich das nicht bis zum Krampfanfall ausreizen wollte, aber ich bin nicht mehr ganz so krass wie früher unterwegs, was Delirantien angeht. Ich weiß, was bei höheren Dosierungen passiert wäre, nämlich nichts Schönes. Ich hätte entweder wieder Kontakt zu Toten gehabt oder hätte für den Rest des Tages nicht gerafft, wer ich bin. Alles in allem ist Muskatnuss kein besserer Delirant als Stechapfel oder Reisetabletten. Das Delir befand sich meist im Hintergrund. Und ich hatte einen etwas schärferen Blick als nüchtern, auch wenn alles leicht geflimmert hat. Also Kontakte zu anderen Wesen hatte ich nicht. Dafür hätte ich die Dosis erhöhen müssen und selbst da wäre ich mir nicht so sicher, ob es so weit kommen würde. Muskatnuss ist auch zu Rauschzwecken in derselben Schublade wie Reisetabletten. Wenn es wirklich einen einzigen geben sollte, der sich jetzt nach dem Video sagt, geil, das will ich auch, dann bist du erstens total verrückt und zweitens solltest du Reisetabletten nehmen, weil das dosierbar und absehbar ist. Jeder Scheiß, der ein Delirium auslöst, ist in sich das gleiche, bis auf kleinste Unterschiede, die nicht der Rede wert sind. Aber alles, was pflanzlich und natürlich ist, kannst du nicht dosieren, das ist nicht möglich. Das war's von mir zu Muskatnuss. Passt auf euch auf.